Mein Name ist Timo Dohleis. Ich bin seit 2006 Kabarettist an der Distel und ich gehe wählen. Ach hey, Moment. Ich lebe ja in Deutschland. Ich brauche mich überhaupt nicht zu verstecken, wenn ich wählen gehen will. Da geht es mir besser als 2,7 Milliarden Menschen auf der Welt, die keine freien Wahlen in ihren Ländern haben. Deshalb sehe ich es als Privileg an, wählen zu dürfen und mache mein Kreuz am 9. Juni bei der Europawahl. Mein Name ist Nancy Spiller und ich bin Kabarettistin an der Distel in Berlin. Und ich habe das Gefühl, dass die Kunstfreiheit aus unterschiedlichen Richtungen bedroht ist. Und deshalb gehe ich am 9. Juni zur Europawahl. Mein Name ist Jens Ollenberger, ich bin Schauspieler und spiele seit anderthalb Jahren an der Distel. Und ich gehe im Juni auf jeden Fall wählen, weil Europa bedeutet Zusammenhalt. Und zusammen ist in jeder Lebenslage besser als alleine. Und das dürfen wir uns nicht von irgendwelchen Rechtspopulisten kaputt machen lassen. Deswegen wählen gehen. Ich bin Caroline Lux, ich bin Mitglied an der Distel seit 2011 und ich gehe wählen, weil ich ein freies Europa möchte und weil ich keine Lust habe, meinem Mann die Hausschuld daher zu tragen. Mein Name ist Stefan Martin Müller und ich gehe natürlich wählen. Ich habe hier in der Distel 1989 schon Kabarett gemacht, als Wählen noch fast befohlen war. Und er war nicht da, dann war das irgendwie schwierig. So, und dann wurde diese letzte Wahl in der DDR auch noch gefälscht. Und darum finde ich, dass heute ist das alles ganz, ganz anders. Wir haben Vielfaltigkeit, wir haben eine unglaubliche Breite an Meinungsmöglichkeiten und sich zu äußern und sowohl als Meinungen als auch in Form von Parteien. Und darum finde ich, ist es ein Muss, hinzugehen und zu sagen, jawohl, da mache ich mit. Mein Name ist Rüdiger Rudolph, ich bin Kabarettist an der Distel und ich gehe wählen, weil ich es kann. Ich bin Frank Vogtmann, ich bin in der Distel als Autor und als Spieler und als Regisseur tätig. Warum gehe ich wählen? Ich gehe wählen, weil ich ich empfinde eine zunehmende Ideologisierung der Gesellschaft und das macht mir ein bisschen Sorge. Ich bin ja in der Ideologie groß geworden, also DDR, und da fand ich, das war sozusagen die Ideologie, war immer das Unsympathische an diesem Land. Und das war auch das, was viel Unheil gebracht hat und viel Unrecht. Und Kunst ist das Gegenteil von Ideologie. Ideologie, finde ich, und erst recht das Kabarett. Das Kabarett sollte auf alle Fälle frei sein von Ideologie. Insofern gehe ich wählen. Mein Name ist Julian Dietz und ich spiele seit letztem Jahr hier an der Distel. Und natürlich gehe ich im Juni wählen. Weil ich in einer toleranten Gesellschaft leben möchte, in der kulturelle Vielfalt ein Mehrwert ist. Weil ich rechten Parteien und völkischen Ideen keinen Raum geben möchte. Und da Demokratie ohne aktive Beteiligung tot ist, gehe ich am 9.6. wählen.